Hey, Kleiner, verstehst du mich? Sprichst du auf Brabaki? Ich probiere es erstmal auf, ja, Brabaki. Er guckt dich interessiert an. Ja, dann fange ich nochmal an. Kleiner, wie heißt du auf Mohisch? Ekala? Hey, Carla, wie lange bist du schon hier? Drei Sonnen. Hat man dich gut erzogen? An. Ich kann kämpfen. Und fürs Kämpfen würde ich dich nicht brauchen. Was sagst du? Bist du bereit, diesen Käfig zu verlassen und mit mir zur See zu fahren? Salziges Wasser? Über das salzige Wasser. Weit über das salzige Wasser, an Küsten, die du noch nie gesehen hast. Du Schamane? Nein, ich bin kein Schamane, aber wir haben Schamanen auf dem Schiff. Und wenn du mir passt, wenn ich dich nehme, wirst du diese Schamanen noch kennenlernen. Einer davon ist ein guter Freund von mir, Voltax. Okay. Salziges Wasser giftig, aber ich viel Mut. Was sagt der Diamantis? Er macht einen gelehrigen Eindruck. Ihr versteht ihn nicht? Ihr könnt nicht die Sprache der Mohas? Nein, leider nicht. Und ich habe ihn gefragt, ob er mit uns zur See fahren will. Und er scheint wohl ein Kämpfer zu sein, im Kampf ausgebildet. Seit drei Sonnenwenden Gefangenschaft zu sein. Wird vielleicht Zeit, dass wir ihn rausholen. In diesem Alter sind sie alle Kämpfer. Fragt vielleicht lieber noch einmal den Verkäufer, in was oder ob er überhaupt ausgebildet wurde. In den 3 Jahren fragen wir mal nach. Hey! Ja, meine Herr, was kann ich für euch tun? Gute Ware, frisch eingetroffen. Frisch angetroffen. Wie lange steht er denn schon hier? Ja, seit 3 Tagen. Seit 3 Tagen. Ah, guter Sklavenjäger. Von weit Den her. Nichts, was irgendwie vor den Stadttoren rumlief. Nein, nein. Das sind Spinnenfresser, müsst ihr wissen. aus den Spinnenbergen. Ich weiß nicht genau woher, aber man sagte wohl, dass sie die Tekkelwanak sind oder so. Irgendeine von diesen komischen Kulturen mit den Spinnen. Besonders brutal, mein Herr. Bei der Festnahme haben sich viele widersetzt. Wir mussten die ganzen Alten leider töten. Also alles, was kampfkräftig war von den Kekkelwanak. 3 Tage, dann hattet ihr wohl nicht genug Zeit, um euch näher mit diesem Exemplar zu beschäftigen. Nein, nein, wir wissen auch noch nicht einmal, ob er ein magischer Sklave ist. Wisst ihr was? Wie sagt man, eine wilde Karte. Vielleicht ist er magisch, vielleicht auch nicht. Wir haben noch keinen Magier darauf gerungen lassen. Ich gebe ihn euch so. Als Unausgebildeten sagen wir, er hat kräftige Arme. Seine Eltern waren gute Krieger. Sagen wir 40 Dukaten. 40 Dukaten für den Jungen? Ja, genau. Vielleicht ist er sogar magisch. Dann kriegt ihr das oben drauf. Ja, ich verschränke die Arme, laufe noch einmal um den Käfig herum, während ich ihn von überall muster. Und wenn ich dann wieder vor ihn ankomme, lächle ich ihm einmal zu, um seine Reaktion abzupassen. Reagiert er darauf? Lächelt er zurück? Oder Nein. Udamin meinte dabei zu dem Verkäufer. Nun, das ist sehr fexisch. Natürlich könnten wir Glück haben und der Junge magisch begabt sein. Aber wie wahrscheinlich ist das? Magische Begabungen sind äußerst selten. Ja. Er ist ja nicht ausgebildet. Ich sage ja nicht, dass er ein Magier ist. Die würden da euch dann 800 Dukaten kosten, aber vielleicht ist ja noch ein kleiner Funke oder so ähnlich. Nun, aber daran solltet ihr euren Preis sicherlich nicht ausrichten. Haha, da habt ihr wohl recht. Nun, Diamantis, möchtet ihr ihn haben? Ich weiß nicht, wie wirkt der Junge auf euch, Zulamin? Er scheint mir doch ein anständiger Junge zu sein, sofern das man von den Mohas behaupten kann. Nun,
Nun, wie gesagt, er wirkt auf mich gelehrig, aber... Nun, offenbar hat man seine Eltern vor seinen Augen umgebracht. Das macht gewisse Dinge mit der menschlichen Psyche. Ihr solltet das bedenken. Er ist kein Mensch. Sondern? Skeke Warnak. Das ist nicht mal ein Fahner. Auch Moras sind Menschen. Glaubt er nicht. Irgendwas anderes. Erstmal ist das eine Ware. Nun, hier und jetzt ist er eine Ware, aber dennoch ist er ein Mensch. Das da drüben, hier, die Goblins, bei denen stand neben euch. So wie sie genannt werden, Goblins, das scheinen wohl keine Menschen zu sein, aber... Wer? Wollt ihr den Jungen jetzt kaufen oder nicht? Meine Zeit ist nicht umsonst. 40 Dukaten oder 40 Dublonen, was hat er gesagt? Dukaten. In Ordnung. Ich zahle die 40 Dukaten und ich nehme den Jungen mit. Also gut, dann gebt mir mal euer Säckelchen. Ja, ich hol mein Säckelchen raus. Ich habe ein bisschen mehr eingepackt. Deswegen dauert es ein bisschen, bis ich das abzähle. Ja, lässt es sich abzählen, streicht es dann ein in seinen Beutel und gibt es dann den... Das ist so ein kleiner Riegel, also so ein Lederschlauch und so ein Riegel, der da vorgestellt ist und du kannst es dann entkeilen und kannst ihn dann rausnehmen. Und wenn du ihn dann an einem Strick am Hals mitführst, dann raunt dir der Mann noch zu, hättest du mal gehandelt, ich hätte ihn dir auch für 20 Dukaten gegeben. Ja, danke für die Info im Nachhinein. Für dich um deine zusätzlichen 20 Dukaten und scher dich. Scher du dich, das ist mein Platz. Dabei geht er gerade zu einem anderen Grande, der da wohl gerade mit einer Sänfte gekommen ist und versucht, den dann zu überzeugen. Er verkauft kranke Sklaven! Ja, und da gehe ich. Okay, würfel mal eine Überredenprobe. So kann man auch eine Schleckerei auslösen. Das ist scheiße, Alter. Er verkauft kranke Sklaven. Was er damit meint, ist, seine Preise sind krank, aber das sagt er einfach nicht laut. Ja, das Problem ist einfach, du hast halt selber einen gekauft, ne, und... Er würfelt aber auch nicht gut. Er guckt so ein bisschen entgeistert und versucht, nein, er lügt. Er hat selber einen gekauft. Menschen sehen da gerade nicht so überzeugt aus und kannst sehen, wie mit so einem ekelhaften, abschätzigen Blick, also der Blick des Kranken trifft sowohl dich als auch den des Händlers und er schnippt einmal mit dem Finger, die Sklaven nehmen seine Sänfte wieder und er geht dann zum nächsten Stand. Bleibt dann bei den Orks stehen. Ja, ich grinse. Ich fand das super. Hurensohn! Den noch hinterher und dann bist du weg. Ja, war ein Schnäppchen. Oh, ein kleiner, ich zeig dir unser Schiff. Okay, machen wir weiter bei Yalan und gerne auch Rafim. Wer weiß nicht, ihr müsst auspeitschen. Genau. Yalan wird tatsächlich auch auspeitschen, allein schon, um ein wenig die Aufmerksamkeit vom Namen abzulenken und eher auf die allgemeinen Geschehnisse führen. Aber er ist nicht so wirklich, nicht wirklich mit Kraft dabei. Also er macht das eher sanft. Naja, so sanft, wie er mit einer Geißel halt peitschen kann. Kann ich mich entscheiden, TPA anzurichten? Ist es überhaupt wichtig? Vermutlich nicht. 5 Schläge, ne? Mach mal. Ich glaube, aber mir hatte 10 angesetzt. 10? Ich hab's runtergehandelt. 5 und 5 hat genau. Ja, okay, dann habe ich da kurz nicht zugehört. Okay, dann 5 für jeden. Dann, anyway. Gib mir mal 5 W6. Okay. Geißel macht W6 minus 1. Echt? Das hat nie alles natürlich. Ja. Und da ich Priot bin. Wow, was? Wie gesagt, ich bin nicht wirklich mit dem Herzen dabei, aber ich mache es, weil es halt gemacht werden muss. Nicht, okay, nicht, weil ich ja nicht das Gefühl hätte, sie hätten es verdient, weil ich gerade anderweitig beschäftigt bin. Ja, der erste dreht sich dann um. Ah, ihr habt schon angefangen. So, ich bin fertig. Wenn ich gleich Spurs kriege, dann. Jungs, so schlimm war's gar nicht. Und dann lasse ich für die ganze Mannschaft, außer die 5 Halunken, eine doppelte Ration Ruhm ausgeben. Okay, das trifft sie wohl am meisten. Ja, in der Hoffnung, dass es die Leute wenig beschäftigt, gehe ich dann zu Angriff Minia. Ja, währenddessen fängt dich noch Ismaban an, der Mannschaftssprecher. Eifenbond, oder Arbeit. Verlasst euch nicht drauf, dass das immer so läuft. Warum nicht? Weil ihr Spuren misst. Machen wir doch. Wir hatten frei. Was wir in unserer Freizeit machen, ich habe nicht gewusst, dass wir uns keinen Schlägereien und Aufständen anschließen dürfen. Solange ihr in Diensten des Captains steht, gehört ihr zum Schiff. Solange ihr zum Schiff gehört, habt ihr dafür zu sorgen, dass ihr arbeiten könnt.
Greift ihr nicht auch den Silberberg an, oder was? Im Gegensatz zu euch bin ich aber hier nicht angestellt. Du bist der 1O, du bist beim Kapitän eingestellt. Ja, und glaubt ihr, Captain bezahlt mich? So. Und wenn du nicht bezahlt wirst, dann arbeitest du nicht für ihn? So in der Art. Oh. Aber gut, da ist was dran. Kratzt er sich so ein bisschen an seinem Kinn. Jedenfalls ja, ihr könnt euren Fragen natürlich machen, was ihr wollt, aber sorgt dafür, dass ihr arbeiten könnt. Ey, aber ihr, wenn du mal ein Bier mit uns trinken willst, sag Bescheid. Sicher doch. Und wir haben uns auch nicht von der Stadtwache erwischen lassen, die waren viel zu beschäftigt. Ich glaub ihm auch auf die Schulter, gebe ihm irgendwie den Becher rum, den ich mir gerade noch aus dem Fass genommen habe. Guter Mann. Und dann ja, geh ich weg. Du auch. Angelminia, sprecht mit mir. Ja, was kann ich für euch tun? Wie geht die Arbeit voran? Gut soweit. Also, alles, was irgendwie auch erledigt werden sollte, ist auf das Problem mit der Farbe. Das ist ja seit heute Morgen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, das will wohl nicht ganz haften. Ich muss gleich nochmal auf den Bazar. Boltax hat mir ein bisschen Geld gegeben. Und da muss ich ein paar Metalle besorgen, die... Ich bin mir nicht ganz sicher. Soll das Mondsilber heißen auf dem Gekrakel? Sieh jetzt kurz an. Das heißt tatsächlich Mondsilber. Okay, ich wollte nur sicher gehen. Nicht, dass ich irgendwie Silber nur besorgen sollte und weiß nicht, ob das Säckchen ausreicht. Ich hatte gehofft, ihr werdet schon mit der Arbeit angefangen, aber wenn ihr natürlich Material braucht, Wir haben die Form gegossen. Seht hier, man füllt dann einfach die Silberbarren, Mondsilberbarren, füllt man dann hier rein, dann härten sie aus und danach bringen wir sie an. Da könnt ihr ja sehen, das ist die Unterseite, das ist die Oberseite, die werden dann gepresst, trocknet und... Was hattet ihr sonst gedacht? Nein, ihr macht das schon. Wir wollen ja keine Schwerter schmieden. Aus Silber ist das sowieso nicht möglich. Also ich habe mal ein Schwert für einen Bestienjäger geschmiedet. Das ist aber schon eine lange Zeit her. Der lief irgendwo in Dapazien rum. Ich glaube, er hieß Ronga. Klingt torwalsch. Egal. Jedenfalls, ich denke, das wird ausreichen. Nur, wenn ihr könnt, sorgt dafür, dass wir heute Nacht damit fertig werden, ja? Ich möchte die Lettern so schnell wie möglich anbringen, wie wir können. Ja, dann gehe ich jetzt gleich am besten los. Ich werde euch begleiten. Ja, und dann gehe ich mit dir auf den Markt und helfe dir beim Einkaufen oder mit ein paar Münzen, wenn sie irgendwie nicht genug Geld hat, weil Boltax knauserig war. Ja, also... Ich war nicht knauserig, es ist Amelmirs Geld, also... Mondsilberne... Okay, da gucke ich jetzt Mondsilber kommt 75 Dukaten aufs Kilo. Ich weiß nicht, wie viel so ein Buchstabe wiegt, aber wenn du es mal vergleichst mit so einem, zum Beispiel so einem blechernen Haustürschild, ist, glaube ich, ein so ein Buchstabe nicht so schwer? Also, mondsilberne Drachentöter, da würde ich schon 4 Kilo für ansetzen. Easy, 4 Kilo, kein Problem. Na, sind wie viel? 4x75, ja. Taschenrechner. 300. 300. Exakt 100, ja. Genau. Zahlen wir aus der Portokasse. Mal 2 sind 150, mal 2 sind 300. Gut, nur dass ihr es wisst, ne? Also, es sind halt nochmal 300 Dukaten weniger. Das ist halt ja, nichts, was sie in einem einfachen Säckelchen mitschleppen will. Und da freut sie sich dann natürlich auch über eine Leibwache. Ja, ich lasse sie dann oder ich schicke sie dann mit den Dukatengardisten, die wir wahrscheinlich mitgenommen haben, wieder zurück zum Schiff, um ihre Arbeit zu machen und werde die nächsten paar Stunden im Fextempel verbringen, denn ich schulde meinem Gott ja einen Dienst. Und werde da über einen. Es gibt ein Buch. Gott, wie nennt man das? Wie nennt man ein Buch, in dem Buch gehalten wird? Gibt es da einen Namen für? Buchmacher? Ein Geschäftsbuch. Ein Geschäftsbuch. Es ist in jedem Tempel ein bisschen anders, aber basically dasselbe. Und in jedem davon sind 77 Fälschertricks versteckt. Also so Sachen wie Hinterziehung und hast du nicht gesehen. Mhm. Und es ist eine beliebte Übung für Fex-Novizen, diese Tricks herauszufinden. Also zu finden, wo da gefälscht wurde. Okay, also du möchtest handeln? Oder was ist das für ein Talent, was du da abfragst? Vermutlich rechnen. Ich kann nicht rechnen, deswegen werde ich eher auf dem Niveau eines angehenden Novizen sein. Ich habe meinem Gott versprochen, ich würde das tun. Ja, also, gut. Ja. Und okay. Dann beschäftigen mich einfach ein paar Stunden. Okay, sehr gut. Dann fragen wir noch Rafim, was er mag. Ja, Rafim begibt sich in Vorbereitung. Das bedeutet, die Rüstung wird geölt, auf Vordermann gebracht. Und dann beginnt Rafim ganz offensichtlich, vermutlich mit einigen Mitgliedern des Kurga-Stammes. Das würde ja den ganzen Tag so weitermachen. Mhm. Okay. Nimmst du die Kurga-Krieger mit oder lässt du die hier? Also. Nein, das ist bescheuert, die mitzunehmen. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist halt also ein offener Angriff und die mögen halt der Basaltfaust noch irgendwie gewachsen sein.
Vor allem in Überzahl, aber... Aber das macht es unspannend, das finde ich. Ja, vor allem, also ein offener Angriff ist halt auch sehr simpel abzuwehren, gerade weil die hinter Mauern sitzen und weil das eben nicht nur Basaltfäuste sind. Also wenn ihr euch da eben reinschleicht, geht das ohne Koga-Krieger, aber gut. Mit 40 von denen. Genau. Ja, dann kannst du dich weiter vorbereiten und der Tag schreitet so voran. Ich vermute mal, Abelmir und Boltax werden dann auch irgendwann wieder zurückkommen. Ihr wollt wir gehen noch recherchieren. Genau, in die Bibliothek. Ja, was wolltet ihr da recherchieren? Also wir wollten erstmal zum Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Der ist ja Geologe. Mit dem hatte ich mich ja auch schon mal auseinandergesetzt, als wir, wie gesagt, Spinnenbeinen gesucht hatten. Und er hatte mich ja auch nochmal eingeladen, ihn doch mal besuchen zu kommen und ein bisschen zu fachsimpeln. Darauf würde ich jetzt zurückkommen und so würde ich das Ganze dann beginnen. Ich würde mich gleich in die Bibliothek begeben, und zwar in die historische Abteilung, Geschichte. Geschichte Al-Anfas, Ursprünge Al-Anfas zu Beginn der Voodoo-Zeiten, ob es da noch Aufzeichnungen gibt über kultische Aktivitäten, Kultstätten etc. Okay, das dauert natürlich lang, aber da würde ich dir einfach mal eine Geschichtswissenprobe abverlangen wollen. Und wenn das tiefergehende Recherche ist, je nachdem, wie weit du zurückgehen möchtest, kommt es natürlich darauf an, was du da alles so findest. Aber ja. Okay, dann, was möchtest du mit dem Geologen? Moment, ich muss gerade schauen, wie er heißt. Ja, auch beide jetzt einen Namen haben. Ja. So, da. Fakultät. Welche Fakultät war das? Das war die naturwissenschaftliche, genau. Ja, für Botanik, Zoologie, Geologie, Geographie, Kartographie. Dann kannst du vorsprechen bei dem Dekan Drufus Zmail. Der empfängt dich natürlich in seinem Büro, nachdem du bei der Sekretärin kurz dich angemeldet hattest. Und er sitzt auf einem Divan, neben sich natürlich eine Wasserpfeife stehen und deutet dann eben auf den Sitzsack neben sich und reicht dir dann auch die Wasserpfeife rüber. Dekan Zmail, besten Dank. Ein vortreffliches Kraut. Wirklich gut. Wir hatten in der Vergangenheit ja schon einmal das Vergnügen und es war so ein illustres Gespräch, wie wir über den Vulkanstein gesprochen hatten und die Vorzüge von Basalt in verschiedenen Grabungen und wie man das am sinnvollsten abstützt. Ich fand es so ein erhebendes Gespräch, da dachte ich, ich komme noch einmal auf euch zurück. Oh. Ja. Ihr habt hier ja eine so wundervolle Stadt und die vulkanischen Einflüsse sind wahrlich interessant. Die ganze Stadt sprüht geradezu von der Macht des Erzes. Es ist für mich als Zwerg ein wahrer Gaumenschmaus oder Augenschmaus, besser gesagt. Der Witz, das Zwergestein essen, ist ja schon ein bisschen älter. Aber was mich interessieren würde, der Stein ist doch sehr porös, wenn es vulkanischen Ursprungs ist, nicht wahr? Ja, das mag so sein, ja. Nun, und ich habe auch davon gehört, dass unter dem Silberberg, der ja ein Vulkan ist und hauptsächlich aus vulkanischem Stein besteht, einige Gänge verlaufen. Wie stützen sich diese Gänge denn ab? Gibt dort spezielle Stützstreben, eine Kuppelarchitektur, Kreuzgratgewölbe oder ähnliches? Nun, ich war selber nicht in den Labyrinthen drin. Das ist mir zu aufregend, muss ich sagen. Aber nun, es ist ein wahrliches Labyrinth. Es wurde wohl gegraben über die Jahre, ausgebaut, nachverfüllt, neue Gänge, alte Gänge zugeschüttet, teilweise eingestürzt und nachgegraben. Da haben sich schon einige Leute verewigt, muss man sagen. Oh, das ist furchtbar interessant. Ich war ja schon in den Gewölben unter Fasar gewesen und auch das war eine wahre, abenteuerliche, aber eine Herzenssache gewesen, möchte ich einmal sagen. Und einige sagen sogar, Fasar mag alt sein, wahrlich alt, die älteste Stadt, ja. Und so sind natürlich auch viele Abschnitte, aber wir reden hier von... Ich vermute gar, und das kann auch mein Kollege aus der Fakultät, andere nennen ihn nur Spinnenbein, Stippen Gussbart. Wenn ihr ihn seht, wisst ihr, was ich meine.
Er behauptet, dass die Labyrinthe aus dem vierten Zeitalter stammen. Aus dem vierten Zeitalter? Oh, das ist wirklich lange her. Nun, ich muss sagen, Fasar mag die älteste menschliche Siedlung gewesen sein. Aber gegen Xorlosh, auch Fasar noch jung. Aber das vierte Zeitalter, nun, da ja, gab es selbst uns noch nicht. Ich wollte gerade sagen, auch da waren die Zwerge noch nicht in Planung. Richtig. Das ist ja furchtbar interessant. Habt ihr vielleicht Literaturtipps? Also mich interessiert dieses Thema. Es ist ein gewissermaßen Herzensthema. Ich habe mir die Stollen von Xorlosh angeschaut. Ich habe mir Fasar angeschaut. Und ich denke nicht, dass ich das Labyrinth betreten kann. Oder also würde ich gerne etwas darüber lesen, wenn die Möglichkeit bestünde. Wenn ihr euch das mit einem der Geranden nicht verscherzt habt. Ich bin ein Smail. Ich verfüge über keinen Grandennamen oder gute Kontakte dorthin. Aber solltet ihr einen Kontakt ins Grandenhaus haben, könnt ihr die über die Keller dort in die Kellergewölbe vordringen. Viele Stockwerke, ja. Oh, eine ganze Menge. Interessant. Das Silberberg ist ausgehöhlt. Das habe ich auch schon gehört. Nun, habt ihr da einen interessanten Literaturtipp? Ach ja, nun, es gibt natürlich verschiedenste Berichte über. Ich glaube, es gibt eine alte Karte. Oh, das ist interessant. Ja. Könntet ihr mir Zugang zu dieser Karte gewähren? Ich glaube, Cesario hat ja euch Zugang zu der Bibliothek gewährt, ja. Ja. Nun, aber es liegt ja in eurer Fakultät und ihr müsst mir ja sagen, in welchem Werk sich diese Karte befindet. Warum denn noch nicht? Fragt doch einfach mal unten nach. Die werden euch sicherlich besser sagen können. Bei den Vielzahl an Büchern weiß ich das selber nicht. Ich bin kein Bibliothekar, ich bin Lehrer. Natürlich, ihr seid ein hervorragender Lehrer, möchte ich meinen. Ich habe viel, viel Gutes gehört. Diese Unterscheidung zwischen kristallinen Formen. Oh, eine wunderbare Vorlesung, hat man mir gesagt. Sehr schön. Und die Vorteile von Granit gegenüber Marmor. Streitbar. Aber ich muss sagen, ihr hattet interessante Punkte. Ja, hexagonales Kristallgitter. Wunderbar. Ja. Der Versatz der Einzelnen im ABC oder bei der ABA-Struktur, das ist gar Festkörperphysiker. Ich muss einfach sagen, es macht einfach so viel Spaß. Was ist denn eure Lieblingsstruktur? Hexagonal oder oktagonal? Ich finde, oktagonal hat interessante Eigenschaften, aber die Hexagonalen bevorzuge ich doch aus ästhetischen Gründen. Ja, alles ist besser in Hexagonalen. Auch elementar gesehen. da habt ihr sogar recht, ein guter Witz. Ein guter Witz, den muss ich mir merken, den erzähle ich später in der Kantine. Ja, wunderbar. Eine Anspielung auf die Elemente. Gut, geht in die Bibliothek, ihr werdet die Karte sicherlich dort finden. Vielen Dank. Euch noch einen schönen Tag. Ja. Als du in die Bibliothek trittst, kannst du sehen, wie Abel mir gerade eins der Bücher vorgezogen hat, die er laut 20 Minuten Suche dann hervorgezogen hat. Und dort findet ihr tatsächlich die Karte, die existiert. Oh, Abel mir. Ich glaube, ich bin fündig geworden. Das ist genau das Buch, nach dem ich gesucht. Oh, perfekt. Ja, ihr seid mir zuvor gekommen. Hat sich die Bibliotheksrecherche doch gelohnt. Ich hatte einen kleinen temporalen Vorteil, in der Tat. Nun, aber dafür habe ich einen wunderbaren Plausch zu hexagonalen Kristallen gehabt. Oh, schön. Wusstet ihr, dass gemunkelt wird, dass die Gänge teilweise schon im vierten Zeitalter entstanden sein sollen? Interessant. Ja. Jetzt sind sie wirklich alt. Nun, dann müssen wir uns wohl auf einige merkwürdige Formen gefasst machen. Eher auch davon aus. Nun, ich denke, wir können dieses Buch mitnehmen. Ja. Ich würde als Bibliothekar gehen und das Buch eintragen als Leihgabe auf meinen Namen. Ja, der legt das auch durch, setzt da irgendwie einen Stempel drauf und lässt sich das noch einmal unterschreiben. Mahngebühren ab dem 10. Tag, mein Herr. Ja, viel Spaß. In der Tat, vielen Dank.
Nun lass uns zurückgehen. Das könnte uns weiterhelfen. Auf jeden Fall. Ja, dann geht's zurück. Okay, dann könnt ihr dort auf all die anderen treffen. Vermute ich zumindest mal, dass die alle dann wieder da sind. Unterwegs kaufe ich auf dem Markt noch ein paar Blumen. Ich würde mir zwei Stück Kreide besorgen für Markierung an den Wänden. Okay, sehr gut. Kreide. Ich sehe, ihr habt etwas Papiernes in den Händen. Bitte sagt mir, dass es eine Karte ist. Es nennt sich Buch. Ihr habt es schon gesehen? Ein Buch? Ich meine die... Talan, also in einem Buch liest man, da stehen in der Regel Informationen drin. Wir haben die Karte. Wir haben die Karte gefunden. Danke, dann lasst mal sehen. Hier, ich blätter mal, schlag mal das Buch auf. Hier, seht ihr? Sie ist etwas, nun ja, kryptisch, aber wir sollten... Vielleicht finden wir einen Einstiegspunkt. Das soll eine Karte sein? Seht doch mal, dort unten dieser Fuchskopf. Ich nehme an, die Göttersymbole stellen die Tempel dar. Das vermute ich auch. Entsprechend wäre ein Eingang unter dem Paraios-Tempel, einer unter dem des Fex, und dies oben wird dann der Rabenfelsen sein. Aber das Kreuz? Aber das Labyrinth soll sich unter dem Silberwerk erstrecken und nicht unter der ganzen Stadt. Gibt es einen... Ich schaue dabei... Warum nicht jemand das an? Gibt es denn einen Paraios-Schrein auf dem Silberberg?